Recht herzlich willkommen zur 79. Folge von Avarion. Ja, wir wollten weiterspringen und zwar nach Norden. Das Ziel ist natürlich nach dem Abspeichern wieder weg. Da gehen wir jetzt wieder rein und gucken zu, dass wir das anvisieren, was dann da ist. Und springen da mal hin und gucken, was hier los ist. Okay, wir sind auf jeden Fall dann auf einer Route, aber so wie es aussieht, ist hier nur eine Kreuzung, ne? Ja. Noch nicht mal eine Kreuzung, ein Durchgangssektor ist das. Gut. Das bedeutet, da oben sind wir ja schon mal gewesen. Da waren Handelsposten. Das heißt, wir gehen oder gehen nicht, sondern fliegen gen Süden. Was natürlich das falsche Tor ist, aber das ist auch gut so, weil das andere näher ist. Gut, dann mal da durch. Süd-Südwest-Tor. Ja, letzte Runde hatten wir das Teil da nicht gefunden, was es da gab, ne? Also ist das halt. Versteckt sich dann hinter irgendeinem Asteroiden und dann siehst du es nicht. Jo, man hätte natürlich auch suchen können, ne, ohne Karte und sowas, aber ob es dann das ist, was man möchte, ist die nächste Frage, ne? So, Edelmetallmine, gucken wir mal, was die hier wünschen. Platin wünschen die eine Lieferung. Da oben ist auch noch was. So, auch noch mal eine Edelmetallmine. Die wollen Silber. Oder wollen, ist eine gute Frage, ne? Vielleicht wollen die das gar nicht. Gehen wir gerade raus und gucken uns das hier an. Sind nur zwei Ausrufungszeichen da. Können aber jetzt gerade mal unser Handels, P war es, ne? Hier rein und das C43-Ding rausbauen und das reinbauen und dann gucken wir mal auf die Handelskarte. Hier ist aber nichts zum Handeln. Antigrafeinheiten gibt es hier natürlich zu verkaufen. Da oben für 30, ne? Aber das wollen wir ja nicht, ne? Gut, das bedeutet, zu überlegen, was wir dann hier raus machen. Gehen wir auf die Karte und fliegen weiter, ne? Wir haben Süden, wir haben Westen. Süden würde wahrscheinlich eine Verbindung wieder hierhin machen. Und Westen wird tiefer ins System rein. Machen wir vielleicht erst Süden einmal. Da ist auch das Südtor, dann nehmen wir das auch. Ja, wäre das jetzt das Westtor gewesen, wäre ich auch erst zum Westtor geflogen. Und hätten uns das da angeguckt. Hier ist auch wieder unser Dreieck in Rot. Das heißt, wir sind zu schwach für den Sektor. Hier gibt es Waffen, die stärker sind. Und ab ins Tor. Und gucken, was der nächste Sektor uns bringt. So, da fliegt direkt vor unserer Nase einer her. Das ist eine Fregatte. Okay, sehr interessant. Da unten gibt es ein Dingens. Reparaturdock. Na komm, wir gucken da mal rein, weil die können manchmal das auch gebrauchen, ne? Metallplatten wollen die aber. Hier, wie man sieht, ist unser Ausrufungszeichen da oben noch gelb. Und da geht es aber auch nirgendwo hin, in welche Richtung. Das ist das Tor. Das war das Reparaturdock und sonst ist nicht ganz viel hier drinnen, ne? Gucken wir uns den Handel mal gerade an. Okay, da gibt es was zum Hin- und Herschieben, aber nicht wirklich viel, ne? Das ist, die Chemikalien bringen nicht viel Geld ein. Antigrafeinheiten gehen hier für 28 zu verkaufen. Kann man so kaufen? Nein. Das wäre auch komisch, ne? So, das bedeutet eigentlich, da geht es nirgendwo in die richtige Richtung weiter. Hier ist ein Distress, ein Notruf. Fliegen wieder zurück und da lang, denke ich. Macht Sinn, oder? Ja, zack, reinzoomen. Und da lang. Einmal wieder durchs Tor. Und dann das Westtor nehmen, ne? Und das ist nicht das, oder? Ne, das ist Nord-Nordost-Tor. Da gibt es noch irgendwo ein Tor. Das müsste dann das Westtor sein, ne? Genau so ist es. Dann fliegen wir da hin.
Weg, ne? Irgendwo müssen wir ja unsere Klamotten auch loswerden, mal, ne? Unsere Antigreifeinheiten, die wir an Bord haben. Das wird so ein ockerfarbener Sektor sein dann. Achso, wir gucken gerade durchs Tor, deswegen sah das so komisch aus. Komisch ist er natürlich auch relativ, ne? Munitionsfabrik, was wollen die denn haben? Stahl brauchen sie und eine Lieferung haben sie, aber ist jetzt nicht beides interessant, ne? Oh, gut. Da geht's auf jeden Fall nachher weiter. War das die Munitionsfabrik? Ne, Prozessorfabrik. Das ist die Munitionsfabrik, ne? Zoomen wir ganz raus. Da gibt's auch noch wen. Oh, hier ist richtig Munition. F. Geht hier noch nicht. Da müssen wir erst da hin und dann F. Schwarzes Brett. Giftmüll haben die zu entsorgen. Ne, den wollen sie noch haben. Aha. Weißt du, was für Munition die herstellen, die Hell. So, das war die Prozessorfabrik. Piraten greifen den Sektor an. Gucken wir uns gerade noch das an. Kupfer und Prozessoren sollen geliefert werden. Die hatten wir, das hatten wir. Ich glaube, das war die zweite Munitionsfabrik, oder? Jetzt haben wir natürlich einen Asteroiden erwischt. Er nützt nichts, ne? Ich glaube, wir sollten nicht das machen, sondern das machen und schauen, wo wir hinfliegen. Nächstes Tor ist dort, ist rot. Nehmen wir dieses Tor dann da, ne? Das ist nicht rot. Das ist das Osttor. Da sind wir jetzt aber nicht durchgekommen, ne? Doch, da sind wir durchgekommen. Naja. Sind wir so weit vorgeflogen? Da kann ich mich jetzt gar nicht dran entsinnen. Das bedeutet, zack, drehen und wieder. Tatsächlich sind wir jetzt so weit raus. Auch hier. Fliegen wir da natürlich nochmal rein und gucken, dass wir das andere Tor kriegen. Also das eine war jetzt ein roter Sektor. Und das ist jetzt das West-Südwest-Tor. Und das zweite Tor ist da. Dann nehmen wir das. Nord-Nordwest, das ist nicht rot. Fliegen wir da mal hin und gucken, was da ist. Okay, dunkel wird's, weil neblig. Aber wir kommen da schon hin. Okay. Und dann haben wir hier einen schicken Sektor, wo ganz viele Asteroiden sind. Aber es ist im Endeffekt eine Sackgasse. Gibt es auch grüne Blips noch Richtung dieser Spalte da? Ne, nicht wirklich. Okay, das ist dann wirklich hier Ende. Hier ist auch, also hier gibt es genug, aber nichts, was wir jetzt sagen würden, boah, das ist das, was ich brauche, ne? Ressourcen-Depot, Erzmine. Geh mal raus, guck mal, die wollen bestimmt was kaufen. Ah ne, da war ja kein Auftrag drin, ne? Aber handelsmäßig wollen die bestimmt was haben, ne? Antigraf-Einheiten für 27. Ja. Ist es alle nicht, ne? So, das bedeutet, was machen wir? Hier war sowieso ein rotes Tor. Da kommt man hier rüber. Das heißt, wir müssen unten rum. Ich würde jetzt definitiv sagen, da unten sind grüne Blipse 3. Dann fliegen wir mal dahin. Da ist schon unser Ziel. Und der Computer hat es gleich berechnet. Dann geht's los. Auf. Zum nächsten Sektor. Der ist natürlich leer. So, jetzt müsste man gucken. Ich glaube, die Route geht da hin, dann ist es aber negativ. Lass uns erst diesen nehmen, da kommen wir auch hin. Koordinaten setzen.
ausrichten und gleich geht's los. Allerdings zählt da oben auch noch die Zeit gerade runter mit 10 Sekunden ungefähr. Computer ist berechnet oder der Sprung ist berechnet, aber wir haben noch 3 Sekunden bis zum Jump. Go. Risiko ist natürlich immer, du kommst hier voll in das schlechte Gebiet und wirst vielleicht sofort angegriffen und kannst nicht wegspringen, ne? Und die dürfen hier dann auch am Ende nicht hier mit uns handeln wahrscheinlich, ne? Das ist das Nächste, ne? Obwohl da gerade eine Handelsstation ist, die wir benutzen dürften. Antigrav-Einheiten, okay. Der würden sie für 29 kaufen. Wäre ja dann schon ganz interessant, ne? Und das ist schon rot. Aber guck mal, da kann man rübersetzen. Okay. Der andere Bereich war auch rot. Lass uns mal gerade hier rein rausscrollen, gucken. Und da unten gäbe es sogar eine Station, aber die dürfen wir nicht behandeln, oder wie war das? Ja. Da, da. Und was wollten die haben da? Nur Stahl, das ist halt nichts Wildes dann, okay. So, jetzt ist dann die Frage, wo springen wir hin? Darüber? Da oben ist ja auch freundliches Gebiet, ne? Vielleicht kommen wir hier auch wieder in freundliches Gebiet. Komm, wir nehmen dieses Tor und wissen nicht, wo es hingeht. Nach Südosten, falsche Richtung. Wo ist das andere Tor? Da. Ne, ich will jetzt über diese Spalte fliegen und gucken, was dahinter ist. Also Nordwesten. Muss man gucken, ne, ob man nicht hier ein paar Schüsse abkriegt, wenn man hier lang fliegt. Schauen wir mal, wie das hier aussieht. Okay. Waffenfabrik. Da ist ein nettes Tor, was wieder schöne Farben hat. Ja, dann zack, da mal hin. Kann ja nicht schlecht sein, da reinzufliegen, ne? Gucken wir mal, wer da zu Hause ist dann. So, dann sieht es hier ein bisschen friedlicher wieder aus. Das ist schon mal was. Ah, das war jetzt das Tor. Okay. Ja. Sieht ja nett aus hier, ne? Da ist ein rotes Tor. Das war auch rot, ja. Da gibt es eine Station, die braucht was. Gucken wir mal gerade rein. Aber Silber wollen die. Wir haben jetzt Antigrav-Einheiten geladen und können die nicht loswerden, ne? Das ist voll genial, oder? Hier ist auch wirklich nur diese eine Station, die da was braucht. Da hinten gibt es jetzt ein Tor. Das Südtor, was in friedliches Gebiet geht. Vielleicht sollten wir das anfliegen dann. Weil in den roten Gebieten können wir, wie gesagt, ja auch nichts machen, ne? Da müssten wir erst unsere Freundlichkeiten denen gegenüber bringen. Und dann, wir könnten natürlich gerade gucken, ob hier noch so ein Asteroid ist, ne? Das ist aber keiner, ne? Ne. Den man einnehmen kann, meine ich jetzt dann, ne? Das ist auch keiner. Ja. Lassen wir mal gucken. Südtor war richtig. Ne, fliegen wir da jetzt durch. Obwohl, wir könnten gerade erstmal hier nochmal die Handelspreise angucken. Aber hier ist nix. Antigrav. 30 ist das höchste. Gut, weiterfliegen. Macht anders keinen Sinn. Einmal durch das Tor durch und dann gucken, was da los ist.
Gut, haben wir geschafft. So, dann sind wir hier. Da ist eine Werft. Da ist eine Stahlfabrik, die was möchte, aber wahrscheinlich das, was wir wollen. Lieferung Stahl und Carbon gibt's da. Da ist noch eine Station. Munitionsfabrik. Braucht Blei. Schrotkugeln stellen die dann her, ne? Da ist auch noch eine Station ganz nah. Das ist die Militärstation. Die möchten, dass man den Sektor erkundet. Sektor 2 minus 317 M. Wäre hier oben. Und der wäre da. Zwei Sprünge ist man da, ne? Müsste man überlegen. Aber 118 ist auch kein Geld, ne? Und jetzt kommen hier Alienschiffe angeflogen. Da gibt es auf jeden Fall eine Dingensstation mit Ausrüstung. Da sollten wir vielleicht mal gerade vorbeigucken. Oh, das Habitat da, das hat auch eine Aufgabe. Aber die wollen dann irgendwie Alkohol oder Essen haben, ne? 100 Gemüse wollen die, okay. Da können wir aber auch von der Ferne erstmal reingucken, ne? Ausrüstung handeln. Ja, was haben wir denn? Fortgeschrittenes Handelssystem, das würde sich ja schon mal gut anhören, ne? Zeigt Handelsrouten im aktuellen Sektor. Scanner Upgrade. Schildverstärker, das andere ist alles nicht so jetzt das Prickelnde. Geschütztürme. Mining Jäger. Was ist das? Ein Energy Suppressor Satellite. Okay, da kann man dann was wegmachen. Das sind Torpedos. Doppel. Okay, was ist das, was die wir verkaufen? Ja, da müsste man überlegen, dass man was los wird, ne? Aber was ist die Frage, ne? Also, ich glaube, wir machen hier erst eine Pause und überlegen das in der nächsten Folge dann. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.